Thank you.
Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen gemeinsamen Pressestatement mit Bundesbauministerin Clara Geiwitz und Staatssekretär Patrick Reichen zum wichtigen Thema Sofortprogramm Gebäude. Erlauben Sie mir noch einen Hinweis. Ich bitte zu entschuldigen, Robert Habeck kann hier heute an dieser Stelle nicht teilnehmen. Der Minister hat klare Erkältungssymptome und kann daher keine Präsenztermine heute wahrnehmen. Er ist vorsorglich zu Hause. Wir informieren, falls uns weitere Informationen dazu vorliegen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, zum Sofortprogramm Gebäude. Frau Geiwitz, Sie haben das Wort. Ja, herzlich willkommen. Das Wirtschaftsministerium und das Bauministerium müssen nachsitzen in den Sommerferien, weil wir die Klassenziele des letzten Jahres verfehlt haben. So könnte man das wahrscheinlich als Eltern zusammenfassen. Wichtig ist, dass wir zum einen feststellen müssen, dass der Gebäudebereich im letzten Jahr, im Jahr 2021, 2 Tonnen CO2-Äquivalente zu viel verbraucht hat. Das muss man aber einordnen in den größeren Reformprozess, nämlich dass wir den Gebäudebereich bis 2045 insgesamt klimaneutral machen wollen und müssen. Und das setzt erhebliche Anstrengungen voraus. Dieses Sofortpaket soll einen Beitrag dazu leisten, dass wir sehr konkret darauf reagieren, dass wir letztes Jahr die Bilanz verfehlt haben und sehr konkrete Schritte übernehmen müssen in 3 unterschiedlichen Feldern. Das eine ist, wir müssen den Gebäudebestand anfassen. Wir müssen auf sehr hohem Niveau sanieren, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Kapazität dafür da ist, aber auch, dass das effektiv passieren kann. Deswegen ist zum Beispiel die Förderung der seriellen Sanierung ganz, ganz wichtig, weil wir auch die Manpower brauchen, um das auf den Baustellen zu schaffen. Das Zweite ist natürlich die Frage der Sanierungsstrategie. Da gibt es 2 Punkte. Das eine ist die Vorbildwirkung der öffentlichen Gebäude. Das adressieren wir ganz stark auch in meinem Haus zum Beispiel, indem wir in diesem Sommer ein großes Programm starten, wo wir insbesondere Sportstätten, Kulturstätten, Jugendbildungsstätten auch sanieren wollen und hier insbesondere natürlich auch die sehr CO2-emittierenden Schwimmbäder. Der öffentliche Bereich ist das eine. Das andere ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den schlechtesten Gebäuden in Deutschland um, die den größten CO2-Verbrauch haben. Hier brauchen wir eine integrierte Strategie. Diese Gebäude haben großes Potenzial für die Klimaeinsparung, aber natürlich auch die große Herausforderung, bautechnisch sie zu sanieren. Und das Zweite, das so zu machen, dass es sozial verträglich ist, also dass weder die Mieterinnen und Mieter vertrieben werden durch die Sanierung, noch dass es dazu kommt, dass die Besitzer dieser Häuser diese Häuser nicht mehr halten können. Das wird eine große Herausforderung bei der Umsetzung der Mindeststandards im Gebäudebereich. Der zweite Bereich ist, wir müssen die Art und Weise, wie wir unsere Häuser beheizen, ändern. Die Menschheit macht das seit vielen, vielen Jahrhunderten meistens, indem wir etwas Fossiles verbrennen. Aus dieser Technologie müssen wir aussteigen mit Blick auf das Klima. Aber ich glaube, auch gerade angesichts des furchtbaren Krieges, den Russland in der Ukraine führt, ist auch klar, wir müssen natürlich auch anders heizen als nur mit Erdgas. Dafür braucht es eine kommunale Wärmeplanung. Wie das funktioniert, wird Staatssekretär Greichen auch noch erzählen. Und wir müssen natürlich auch das Thema Neubau angehen. Ohne Neubau wird es nicht gehen. Die Neubauziele der Bundesregierung sind klar, 400.000 pro Jahr. Auch hier steckt ein großes Potenzial, anders zu bauen. Das heißt, die Häuser der Zukunft müssen aus anderem Material gebaut werden, mit einer anderen Energieeffizienz, mit einer anderen Heizung. Und da setzen wir an bei unserer Neubauförderung mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen. Herzlichen Dank. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Wir haben eigentlich vorgehabt, zu diesem Zeitpunkt ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen, das alle Sektoren umfasst. Die Diskussionen dazu im Ressortkreis dauern noch an. Und deswegen sehen Sie hier heute uns, die wir gemeinsam die Verantwortung tragen für den Gebäudesektor, ein Sofortprogramm für den Gebäudeteil als Sektormaßnahme vorzulegen. Was wir uns sozusagen vorgenommen haben, ist nicht nur die 2 Millionen Tonnen, die letztes Jahr verfehlt wurden, sondern natürlich den gesamten Pfad bis 2030 sich anzuschauen und in dem Kontext dafür zu sorgen, dass das Sektorziel Gebäude über den Zeitraum 2022 bis 2030 eingehalten wird. Das ist von heute angeschaut eine Minderungs
Leistung von 150 Millionen Tonnen, die da erbracht werden müssen. Das heißt, das Thema ist deutlich größer als diese 2 Millionen Tonnen. Es ist die Frage, wie kriegt man das auf die Straße gebracht, auf die Strecke, diese 8 Jahre. Und das, was wir hier gemeinsam machen, sind 11 konkrete Vorschläge vorzulegen. Frau Ministerin Geiwitz hat davon einige schon genannt. Ich will vielleicht an 2 Stellen noch Dinge ergänzen. Erstens, es ist ein Mix aus Fördern und Fordern, aus einer sehr umfangreichen Förderprogrammatik und natürlich aber auch Ordnungsrecht, wo wir sagen, bestimmte Dinge sind ab jetzt verpflichtend. Das ist 65% erneuerbare Wärme für jede neue Heizung ab dem Jahr 2024. Das ist die Novelle im Neubau, was den Effizienzhausstandard 55 zum nächsten Jahr angeht und zu 2025 die entsprechende nächste Stufe auf klimaneutrale Gebäude. Und es ist auch die Optimierung bestehender Heizungssysteme, damit die Heizungen, die alle noch in den Häusern sind und Gas verbrauchen, jetzt möglichst schnell, möglichst rasch besser, effizienter eingestellt sind. Da ist es in der Regel ja auch 10-15% an Gas zu sparen, wenn diese Heizungen noch mal besser optimiert werden. Und es ist, daran hat die Ministerin schon hingewiesen, auch die Frage, dass man die Sanierung von den schlechtesten Gebäuden, den Minimum Energy Performance Standards, wie das auf EU-Ebene jetzt vorgelegt wird, dass wir das auch in nationales Recht umsetzen und so sukzessive Sanieren auch zum Standard machen bei jedem Gebäude, das schlechter ist als eine gewisse Effizienzklasse. Hinzu kommt, dass man planen muss. Die kommunale Wärmeplanung ist wichtig, weil sie dann eben den Bürgerinnen und Bürgern signalisiert, in folgenden Bereichen werden wir die Fern- und Nahwärme ausbauen. Da wird die Kommune, das Stadtwerk, die Verantwortung übernehmen, klimaneutrale Wärmenetze in den nächsten 20 Jahren sukzessive dahin zu legen und natürlich diese Wärme dann immer weiter in Richtung Grün und Klimaneutralität auszubauen. Da gibt es viele Potenziale, gerade die Abwärme aus der Industrie, aus den Rechenzentren wird oft noch nicht genutzt und kann dafür dann benutzt werden, in solchen Nahwärme- und Fernwärmenetzen die Häuser zu beheizen. Aber auch Großwärmepumpen, Geothermie, Solarthermie, die Möglichkeiten sind vielfältig und da geht es darum, das zu planen. Und in anderen Bereichen der Städte und Gemeinden wird es dann aber auch keine Nahwärmenetze heißen und da geht es dann um Einzellösungen. Das wird in aller Regel in den Gebäuden eine Wärmepumpe sein. Es wird aber natürlich dort, wo es möglich ist, auch andere Heizungsoptionen geben, wenn sie erneuerbar sind. In diesem Zusammenhang haben wir ja gemeinsam die Wärmepumpenoffensive gestartet, die das zur neuen Standardheizung, mindestens 500.000 Heizungen ab 2025 sollen überall eingebaut werden. Das werden wir gemeinsam mit dem Handwerk und der Heizungsindustrie vorantreiben. In anderen Worten, wir haben hier vorgelegt einen Plan, wie man diese 150 Millionen Tonnen bis 2030 einsparen kann. Das wird erstmal noch Überschreitungen der Jahresemissionsmengen in den kommenden 2-3 Jahren bedeuten. Dann aber, wenn die Maßnahmen richtig wirken, wird es zur zweiten Hälfte der 2020er bedeuten, dass wir unsere Sektorziele übererfüllen und so insgesamt bis 2030 die Minderung erbringen. Und dafür sind jetzt die Vorschläge auf dem Tisch. Wir freuen uns dann auf die Diskussionen im Ressortkreis, um sie dann im Herbst gemeinsam zu verabschieden. Dann haben wir Zeit für einige Fragen. Ich sage nur vorab, wir müssen um 12.50 Uhr spätestens zum Schluss kommen. Dann beginnen wir hier im Raum mit den ersten Fragen. Die erste Frage hat Herr Preuß von der Süddeutschen Zeitung. Danke sehr. Frau Ministerin Geiwitz, da ist jetzt viel in diesem Sofortprogramm enthalten, was ja bisher schon geplant und vereinbart war. Inwiefern enthält dieses Sofortprogramm nun Dinge, die Sie vorgezogen haben, die nur für dieses Sofortprogramm organisiert werden? Also das ist, was Sie eingeplant haben. Und noch eine Frage an Herrn Greichen. Können Sie uns was sagen zum letzten Stand der Gespräche zum Thema Verkehrsbereich? Wo hakt das da noch?
Also es ist ja nicht erst seit heute so, dass wir darüber nachdenken, was wir zusätzlich machen können. Wir haben schon vor 3 Monaten ja die Ziele verfehlt, wussten das in der Bilanz und arbeiten seitdem sehr intensiv daran. Auch nochmal mein Dank in Richtung Wirtschaftsministerium für die wirklich sehr intensive Zusammenarbeit. Gerade zwischen dem Bereich Neubau und Sanierung sind wir da auf eine enge Kooperation angewiesen. Und ich danke auch meinen Mitarbeitern. Wir sind ja ein neues Ministerium und wir fokussieren uns seit der Gründung im Dezember auf genau die Frage, was können wir machen, dass der Gebäudebereich von einem Problemkind im Klimabereich wird zu einem Sektor, der sogar klimafreundlich werden kann. Wir starten auch Maßnahmen, die sind jetzt hier nicht enthalten, zum Beispiel die Holzbauinitiative mit Cem Özdemir. Die kann man aber noch nicht quantifizieren in dem Sinne, dass man sagt, so und so viel Tonnen. Das, was Sie hier sehen, sind eigentlich die Schritte, die gegangen werden müssen. Die Neuaufstellung der BEG-Förderung beschäftigt uns ja quasi seit Januar permanent. Auch ab 1.1. nächsten Jahres, da haben wir als Haus nochmal unser Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen mit reingegeben, um zu sagen, wir beschauen den ganzen Lebenszyklus des Gebäudes an und nicht nur die Frage der Energieeffizienz. Und wir schauen auch, wie viel CO2 verbraucht denn zum Beispiel das Material, was zur Herstellung dieses Gebäudes verwandt wird. Und es gibt viele Punkte, die Sie hier finden. Die kommunale Wärmeplanung wird ein Prozess sein, den wir nach der Sommerpause mit den Ländern besprechen, weil wir da natürlich die Kommunen mit ins Boot nehmen müssen und auch die Finanzierungsfrage klären müssen, wie auch in anderen Bereichen. Und ein Punkt, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist für mich, ist die Frage, dass wir über Wohnflächenkonsum eine Diskussion führen in dieser Gesellschaft. Also die Frage beantworten nicht nur, was hat mein Essverhalten mit dem Klima zu tun oder mein Verkehrsverhalten, sondern auch die Frage verstehen, dass das individuelle Wohnen etwas mit dem Klima zu tun hat, weil wir natürlich sämtliche Effizienzgewinne der letzten Jahre auffressen, dadurch, dass die Wohnfläche pro Person immer mehr steigt. Das heißt, das ist keine abschließende Liste, sondern das große Ziel, Staatssekretär Greichen hat es dargestellt, sind ja nicht nur die 2 Millionen Tonnen des letzten Jahres, sondern dass wir einen kompletten Transformationsprozess im Gebäudebereich, im Bestand, aber natürlich im Neubau und vor allen Dingen in der Art und Weise, wie unsere Häuser gebaut werden, hinbekommen. Ja, die Diskussion mit dem Verkehrsministerium gehen natürlich in die Richtung, wie kann der Verkehrssektor sein Sektorziel 2030 erreichen? Und der hat nochmal eine noch größere Herausforderung als der Gebäudesektor. Die Differenz zwischen dem, wo wir stehen und dem, wo wir hin müssen, sind 270 Millionen Tonnen im Verkehrssektor. Und insofern ist sozusagen das die eigentliche Diskussion, nicht so sehr die Frage, wie ist die Emission des letzten Jahres verfehlt worden. Da sind wir eben noch nicht, dass wir schon alle Maßnahmen geeint hätten, die diese Lücke schließen. Viel mehr kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht sagen. Damit es gerecht zugeht, gehen wir in den digitalen Raum und nehmen gleich 2 Fragen hintereinander aus dem digitalen Raum. Frau Löhr von der FAZ und Frau Gottschalk von der Immobilienzeitung. Frau Löhr, Sie haben das Wort. Ja, hallo Herr Greichen. Ja, hallo Herr Greichen. Mich würde interessieren bei der Bundesförderung Gebäude. Aber ich rede einfach weiter. Welche Milliardenbeträge werden da ab 2023 zur Verfügung stehen und wie teilen die sich auf Neubauförderung und auf Sanierungen auf? Und wir nehmen gleich dazu Frau Gottschalk, Immobilienzeitung. Ja, meine Frage wäre, wann die Maßnahmen konkret in Kraft treten, die im Gebäudesektor natürlich in erster Linie. Dann übergebe ich wieder an das Podium. Ja, wir haben unterschiedliche Daten, die in Kraft treten. Das ist der Neubaustandard EH 55 über das GEG zum 1.1. nächsten Jahres. Wir haben die Änderung beim Anteil von mindestens 65% Erneuerbare bei den Heizungen zum 1.1.24. Und wie ich gerade gesagt habe, die kommunale Wärmeplanung, die werden wir im Herbst mit den Kommunen besprechen und mit den Ländern und dann eine Gesetzgebung anschließen. Und die Frage der Finanzierung dieser Maßnahmen, die ist entweder unterlegt in den jetzigen Regierungsentwürfen für das nächste Jahr in Einzelmaßnahmen in meinem Haus. Zum Beispiel, ich hatte erwähnt, die 500 Millionen, die wir geben können für die Sanierung von Sportstätten. Aber der ein oder andere interessiert sich ja besonders für die BEG-Förderung. Und ich gehe davon aus, dass das im Rahmen des Wirtschaftsplans des KTF dann geklärt wird. Ja, vielleicht da nur als Ergänzung. Es ist Ziel, dass der Wirtschaftsplan beim KTF noch im Juli vom Kabinett verabschiedet wird. Und dann haben Sie die Zahlen.
Dann nehmen wir zwei Fragen noch im Raum, müssen dann zum Schluss kommen. Das ist einmal Frau Frühauf von der ARD und Herr Kurmeier von Euraktiv. Sich ja sehr ambitioniert an. Fragt man Monteure und Handwerker, schütteln die häufig mit dem Kopf und sagen, das können wir mit unseren Kräften nicht umsetzen. Es fehlt auch an Material. Sie haben jetzt von Weiterbildungsmaßnahmen gesprochen, aber glauben Sie, dass das wirklich reichen wird? Was sind weitere Pläne, um da ja die Umsetzung wirklich zu unterstützen? Wir haben momentan stark gestörte Lieferketten. Das sieht man auf allen Baustellen. Wir machen unterschiedliche Maßnahmen, um mit dem vorhandenen Personal mehr bauen zu können. Das ist die Frage der Produktivitätssteigerung. Ein Schlüssel dazu ist serielles Sanieren, aber auch serielles, modulares Bauen. Wir haben das Bündnis für bezahlbares Bauen, wo wir genau diese Stellschrauben auch drehen wollen, zum Beispiel eine Typengenehmigung. Wir möchten den kompletten Bereich der Planung digitalisieren, sind jetzt gerade dabei, das Raumordnungsgesetz anzufassen. Wir werden das Baugesetz nächstes Jahr reformieren, sodass wir zum Beispiel die digitale Bauakte als Standard einsetzen. Und wir werden auch die Computer auf die Baustelle tragen über Building Information Modeling. Kann dann auch schneller und besser gebaut werden, indem man einfach Synergieeffekte nutzt. Das sind Möglichkeiten, wie mit man dem vorhandenen Personal mehr gebaut werden kann, Produktivitätserhöhung. Und das andere ist natürlich die Fachkräftestrategie der Bundesregierung, die ganz wesentlich ja auch zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Arbeitsministerium abgestimmt wird. Und wenn Sie sich anschauen, was Nancy Faeser gerade in der Reform des Zuwanderungsrechts macht, so sind das ganz, ganz zentrale Themen, die aber nicht nur die Baubranche betreffen. Wie kriegen wir die Fachleute von morgen her, sondern das ist fast in allen Bereichen der deutschen Wirtschaft so. Dann hat die letzte Frage Herr Kurmeier von Euraktiv. Jetzt scheint der Ton da zu sein, glaube ich. Test. Ja. Frau Geiwitz, Sie haben ja vorher das angesprochen, das Vertreiben von Mietern nach einer Renovierung, also sogenannte Renovictions. Können Sie konkret darauf eingehen, was die Bundesregierung umsetzen will, um solche Sachen zu verhindern? Und dann, Herr Greichen, Sie haben IPPD schon angesprochen. Jetzt ist es aber alles noch relativ neu gelöst. Das ist eine Richtlinie, das ist alles noch sehr in der Umsetzung, in der Debatte. Beim Rat gab es noch gar keinen Austausch. Haben Sie das jetzt schon mit eingepreist in Ihrem Supportprogramm? Eine nebulöse Richtlinie, die de facto noch nicht mal im EU-Parlament beschlossen ist. Und wird das der Klimarat auch so akzeptieren? Wollen Sie vielleicht anfangen? Ich fange an. Also, wir haben hier die Umsetzung der in Brüssel gegenwärtig diskutierten Gebäudeenergierichtlinie, aber auch der Effizienzrichtlinie unmittelbar vorgesehen, weil natürlich wird das noch in Brüssel bis Ende des Jahres verhandelt. Aber wir wissen ja schon jetzt aus der gemeinsamen Beschluss des Rates zur Effizienzrichtlinie, dass es auf höhere Effizienzziele hinauslaufen wird. Wir wissen auch, dass es bei der Gebäuderichtlinie auf Minimum Energy Performance Standards gibt. Und dann wollen wir die eben zeitnah umsetzen. Das heißt, wir werden schon nächstes Jahr dann die Ergebnisse aus Brüssel nehmen und nicht warten, wie klassische 2 Jahre Umsetzungsfrist und dann ist die Legislaturperiode zu Ende, sondern dann direkt die entsprechenden Gesetze und Verordnungen dazu aufschreiben, damit sie noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten können. Und das werden wir dem Expertenrat auch so erklären. Und ich gehe davon aus, sozusagen, dass die dahinterstehende ja auch gemeinsame Haltung, wir machen das und wir verhandeln in Brüssel, damit es gelingt, durchaus sozusagen Verantwortung übernehmen, sowohl in Europa als auch in Berlin heißt. Ja, und ehrlich gesagt, man braucht ja auch keine europäische Richtlinie, um zu erkennen, dass wir bei den schlechtesten Gebäuden das größte Einsparpotenzial haben und dass es gleichzeitig natürlich auch die größte bautechnische Herausforderung ist und auch die größte soziale Fragestellung ist. Diese Gebäude unterscheiden sich in der Regel dadurch, dass es entweder Einfamilienhäuser sind, sehr alt, und die Besitzer dieser Häuser nicht das Potenzial hatten, sie zu sanieren bisher. Da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie kriegen wir das sozialverträglich hin, ohne dass jemand sein Haus verlassen muss. Und das Zweite, es sind dann vermietete Wohnobjekte mit einer ganz geringen Miete von 3,80 Euro, 4 Euro, wo wir natürlich schauen müssen, dass wir das warmmietenneutral sanieren und niemand deswegen zum einen aus seiner Wohnung vertrieben wird, aber auch die Vermieter in der Lage sind, unter diesen ökonomischen Rahmenbedingungen Sanierungsauflagen dann
auch zu stemmen. Das wird genau die Herausforderung bei der Sanierungsplanung. Das Ziel ist klar, wir müssen im Gebäudesektor CO2 einsparen. Das wird gehen mit Ordnungsrecht in weiten Teilen. Wir werden nicht alles finanzieren können, aber wir müssen natürlich in besonderen Bereichen auch fördern. Es gibt da unterschiedlichste Möglichkeiten. Das wird eine lange Debatte. Das ist ja auch ein komplexer Bereich. Häuser sind äußerst unterschiedlich und das werden wir miteinander besprechen und natürlich auch mit den Vertretern von Verbänden, die um diese gerade Mieterinteressen, aber auch Vermieterinteressen sehr engagiert bemüht sind. Da spielt auch die Diskussion um Warmmieten mit rein. Da ist ja auch im Koalitionsvertrag angelegt, dass wir in diese Richtung marschieren, gemeinsam mit dem BMJ. Insofern, das wird ein größeres Paket werden. Also das hatten wir zum Beispiel beim Wärmepumpengipfel ja auch, dass wir in Deutschland die Bedingungen für Mieterstrom verbessern müssen, dass wir zum einen natürlich in dem Haus auch den Strom für die Wärmepumpe dann produzieren können, aber natürlich auch das Potenzial von Häusern nutzen, um preiswerten Strom vor Ort zu besorgen. Deswegen wird die gute Zusammenarbeit, für die ich mich nochmal bedanke, zwischen unseren beiden Häusern weitergehen, auch nach der Sommerpause, die wahrscheinlich keine allzu intensive wird. Ja, ich danke ebenso. Es ist eine Freude, sozusagen gemeinsam mit dem BMWSB an der Herausforderung klimaneutraler Gebäudebestand zu arbeiten. Dann sage ich herzlichen Dank. Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, und vielen Dank für Ihr Interesse.